Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Von Horror ist die Rede und von einer Jahrhundertkatastrophe. Noch ist das Ausmaß der Zerstörung nicht abzusehen, das die Wassermassen nach den schweren Unwettern in Städten und Dörfern im Südwesten Deutschlands angerichtet haben. Insgesamt mehr als 100 Menschen kamen nach derzeitigem Stand durch die Fluten ums Leben. Mehr als 60 von ihnen allein in Rheinland-Pfalz, wo Teile der Eifel hart getroffen wurden, besonders der Kreis Ahrweiler. Im Dorf Schuld riss die Ahr ganze Häuser mit sich und Altenahr wurde regelrecht geflutet. Dort ist die Gefahr weiter nicht gebannt. Wasser und etwas zu essen für die Einwohner in Altenahr. Die Ortschaft im Norden von Rheinland-Pfalz muss aus der Luft versorgt werden. Die Flut hat die Zufahrtswege unpassierbar gemacht, die Lage noch angespannt. Im Gegensatz zu den anderen Unglücksgebieten kann es hier noch neue Überschwemmungen geben. In den anderen Flutregionen wie in Trier zieht sich das Wasser langsam zurück. Jetzt müssen die Gebäude zunächst auf Schäden untersucht werden. Deshalb dürfen die Bewohner nur kurz in ihre Wohnungen. Die Leute dürfen nochmal zurück in ihre Häuser rein, um ihr nötigstes Hab und Gut rauszunehmen. Und das ist das, was jetzt die wichtigste Maßnahme ist. Und die Leute halt, die nicht in die Häuser zurück können, ihre Wohnungen zurück können, dass sie in anderen Unterkunft finden. In der Feuerwehrzentrale macht sich Ministerpräsidentin Dreyer ein Bild von der Lage. Neben den Aufräumarbeiten sucht die Feuerwehr jetzt nach Vermissten. Gleichzeitig steigt die Zahl der Todesopfer. Das ist ein Horror. Es ist alles ganz, ganz schlimm, wenn Existenzen berührt sind, wenn Häuser kaputt sind, wenn Straßen aussehen, wie wir es gesehen haben. Aber dass Menschen, so viele Menschen sterben bei dieser Katastrophe, das ist wirklich ganz furchtbar. Angesichts der Not laufen vielerorts erste Hilfen an. In Mainz etwa spenden Einwohner Kleidung und Bettwäsche. Baden-Württemberg hat Hunderte von Einsatzkräften in die Unglücksgebiete geschickt. Und in einem der besonders betroffenen Ortschaften in Schuld ist Johanna Wahl zugeschaltet. Frau Wahl, wie sehr ist der Ort zerstört worden? Nun, die gute Nachricht zuerst ist ja, dass hier offenbar niemand zu Tode gekommen ist. Das hat der Ortsbürgermeister betont. Aber die Bilder sind unvorstellbar. Die Zerstörung ist immens. Es sind ja nicht nur Häuser komplett weggebrochen, 6 Stück hier. Es sind auch 50 weitere, zum Teil so stark beschädigt, dass sie nicht betreten werden können. Es sind Straßen unpassierbar. Eine Brücke ist nicht passierbar. Das Stromnetz, das Wassernetz ist zusammengebrochen. Die Telekommunikation nach wie vor gestört. Also das ist wirklich unglaublich hier. Und aktuell fahren Bundeswehrpanzer oder ein Bundeswehrpanzer vor hier als Räumgerät. Das wird jetzt hier langsam losgehen. Es ist der Tag, an dem die Aufräumarbeiten Fahrt aufnehmen sollen. Aber der Ortsbürgermeister hat auch gleich eben bei der Landespolitik, die hier gerade vor Ort sich ein Bild macht von der Lage, betont, wir brauchen hier noch mehr Hilfe, wir brauchen noch mehr Räumgerät. Noch ganz kurz, heute Morgen wurden ja in Rheinland-Pfalz um die 100 Menschen vermisst noch. Was wissen Sie dazu? Also Stand ist, der Innenminister und die Ministerpräsidentin sind ja gerade hier. Die Zahl der Vermissten ist nach wie vor bei 100. Die Zahl der Toten ist leicht gestiegen auf 65, sagte der Innenminister mir eben. Es ist noch nicht klar, wer von diesen Vermissten vielleicht wieder auftaucht, weil nicht jeder, der vielleicht bei Freunden untergekommen ist, sich irgendwo meldet. Aber klar ist auch, jetzt wenn die Aufräumarbeiten weitergehen, wenn sich das Wasser zurückzieht, könnte es auch noch weitere Todesopfer zu beklagen geben. Johanna Wahl war das aus Schuld zugeschaltet. Vielen Dank. In Nordrhein-Westfalen sind bisher 43 Todesopfer durch das Hochwasser bestätigt. Befürchtet wird aber auch hier, dass die Zahl noch steigen könnte. Denn in den Katastrophengebieten des Bundeslandes entlang des Rheins suchen Helfer weiter nach Vermissten. Vor allem in Erfstadt, wo Fluten Häuser zum Einsturz brachten und einen Erdrutsch auslösten. Die Erft. Ein eigentlich kleiner Fluss wird zum reißenden Strom. Zerstört ganze Häuserreihen. Der Kreis Erftstadt südlich von Köln ist besonders betroffen, steht größtenteils unter Wasser. Feuerwehr, Polizei, Soldaten im Dauereinsatz. Mehrere Menschen sterben, viele sind verletzt. Und immer noch sind Anwohner in ihren Häusern eingesperrt. Eben kamen die Leute vom Katastrophenschutz, haben gegen die Tür geklopft und haben gesagt, der Ort müsste geräumt werden. Und dann kommen wir natürlich mit. Wir sind nicht freiwillig, aber ich denke, das ist vernünftig jetzt. Das war eine ganz schlimme Nacht und ich
irgendwie war es schlimm, als das Wasser einfach so reingekommen ist und wir dann einfach so gedacht haben, okay, das war's mit uns. In vielen Orten NRWs drohen Talsperren zu brechen. Die im Ruhrtal lief in der Nacht bereits über. Das Wasser fließt jetzt kontrolliert ab. Unsicher ist die Situation weiterhin an der Steinbach-Talsperre in der Nähe von Euskirchen. NRWs Ministerpräsident Laschet sagt rasche Aufbauhilfe zu. Unser Land erlebt eine Flutkatastrophe von historischem Ausmaß. Wir werden Häuser reparieren, Brücken wieder aufbauen, Verkehrswege wieder instand setzen. Aber die Menschenleben, die in den Fluten verloren gegangen sind, sind unersetzbar. Menschen helfen sich und anderen, die vom Hochwasser getroffen wurden. NRW-weit sind es 25 Städte und Kreise, also gut die Hälfte des Landes. In Erftstadt ist jetzt Alexander Klein. Herr Klein, das heißt, die Lage habe sich im Ort am Morgen zugespitzt. Was ist da passiert? Also hier, wir stehen am Ortsteil Blessem am Ortsrand und das Wasser, das hier von den Feldern mittlerweile in die Erft zurück, in den Fluss zurückläuft, das hat sich am Morgen im Ortskern gesammelt und unweit von hier ist eine Kiesgrube von einem Kieswerk und das Wasser ist in diese Kiesgrube mit einer sehr, sehr starken, fast unbeschreiblich hohen Strömung hineingedrückt worden und hat auf diesem Weg alles mitgerissen, Autos und unter anderem auch Haushälften. Und das hat hier für eine unglaubliche Zuspitzung der Situation nochmal gesorgt. Im Augenblick ist es so, dass die Einsatzkräfte, hier hinter mir kann man erste Häuser des Ortes auch erkennen, dass die Einsatzkräfte hier immer noch im Einsatz sind und eben auch versuchen, Menschen aus den Häusern rauszuholen. Denn immer noch liegen hinter uns im Ortskern Häuser, die völlig im Wasser stehen und zum Glück können sich die Menschen per Mobilfunk bemerkbar machen und um Hilfe bitten. Und das wird eben derzeit versucht. Wenn sich jemand meldet, wie gut funktioniert denn dann die Rettung? Die Rettungsarbeiten sind furchtbar schwer, denn zu der Strömung, die im Ortskern auch immer noch sehr stark sein soll, kommt austretendes Heizöl, kommt die Tatsache, dass auch eine Gasleitung defekt ist und Gas ausströmt. Und so haben die Helfer hier in allererster Linie damit zu tun, sich selbst nicht in Gefahr zu bringen. Und das ist unter den Eindrücken, die sich dort eben auch den Helfern bieten, ist das natürlich sehr, sehr schwer. Menschen müssen geholfen werden, aber man muss natürlich auf die eigene Sicherheit gucken, ehe man helfen kann. Und das sieht man den Einsatzkräften, wenn sie hier den Ort verlassen, um Pause zu machen. Das sieht man den Menschen auch an. Denen ist dieser Eindruck einfach ins Gesicht geschrieben. Alexander Klein war das aus Erftstadt zugeschaltet. Vielen Dank. Und zur Lage in den Hochwassergebieten sendet das Erste heute auch einen Brennpunkt, gleich nach der 20 Uhr Tagesschau. Zur Börse. Der Luxuswagenbauer Porsche hat im ersten Halbjahr so viele Autos verkauft wie überhaupt noch nie in den ersten 6 Monaten eines Jahres. Gleichzeitig aber schwächelt Volkswagen und hat ganz erhebliche Probleme in China. Dorothee Holz, was macht VW Schwierigkeiten? Ja, VW leidet darunter, dass es wirklich massiv an den so heiß begehrten Chips mangelt. Das hat Volkswagen die Quartalsbilanz in China regelrecht vermasselt. Der Konzern hat in China zwischen April und Juni über 12% weniger Autos ausgeliefert als noch im Vorjahr. Es gab einen Brand beim Zulieferer Renesas, was die Situation verschärft hat. Und das wird sich auch so schnell nicht auflösen. Im Gegenteil, die Chipknappheit könnte sich im zweiten Halbjahr verschärfen. Davor hat VW selbst gewarnt. Es gibt natürlich auch Profiteure. Dazu gehört der amerikanische Halbleiterriese Intel. Der denkt gerade über einen milliardenschweren Zukauf nach, und zwar der US-Firma Global Foundries für 30 Milliarden Dollar. Das ist im Gespräch. Diese Firma hat auch in Dresden ein Werk mit 3000 Mitarbeitern. Intel-Aktien gefragt, deutsche Autoaktien werden verkauft, wie auch der DAX insgesamt. Der DAX gibt 0,7% nach, fällt auf 15.524 Punkte. Und damit ist auch die Wochenbilanz negativ. Dorothee Holz von der Frankfurter Börse, vielen Dank. Nicht nur der Tonfall hat sich wieder geändert, auch der politische Umgang miteinander. War das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA unter Präsident Trump deutlich angespannt? So erlebt Bundeskanzlerin Merkel jetzt bei ihrem Abschiedsbesuch bei dessen Nachfolger Biden wieder mehr Gemeinsamkeit. Die Zeichen stehen auf Zusammenarbeit beim Klimaschutz, in der Sicherheitspolitik und bei weiteren globalen Herausforderungen.
Harmonisch, Seite an Seite, auch wenn sie nicht in allem übereinstimmen. Das wollen der US-Präsident und die deutsche Kanzlerin beim Abschiedsbesuch Angela Merkels in Washington vermitteln. Unsere beiden Nationen verstehen, dass Demokratien beweisen müssen, dass sie den Bedürfnissen der Menschen gerecht werden können in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Es war ein freundschaftlicher Austausch. Wir sind enge Partner. Ich möchte, dass das auch nach meiner Zeit als Bundeskanzlerin so bleibt. Dafür haben sie eine Washingtoner Erklärung verabschiedet, die den Rahmen festlegt, um künftig in Wirtschaft, Forschung, Klimaschutz und Energiepolitik zusammenzuarbeiten. Die offiziellen Fotos, Symbol für den Neustart der deutsch-amerikanischen Beziehungen nach den Jahren unter Bidens Vorgänger Trump. Gute Freunde könnten auch unterschiedlicher Meinung sein, sagte Biden. Und das ist vor allem bei der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 der Fall. Biden ist weiter gegen dieses Projekt, will Garantien der deutschen Regierung für die Ukraine. Unser Verständnis war und ist und bleibt, dass die Ukraine Transitland für Erdgas bleibt, dass die Ukraine ein Anrecht wie jedes Land auf die territoriale Souveränität hat. Kanzlerin Merkel und ich sind uns einig, Russland soll nicht erlaubt werden, Energie als Waffe zu nutzen, um seine Nachbarn zu bedrohen. Zum Schluss noch ein Versprechen. Biden will in den nächsten Tagen mitteilen, ob die Corona-Einreisebeschränkungen für Europäer gelockert werden. Per bloßem Hautkontakt andere unbemerkt dopen, was nach Fiktion klingt, das ist tatsächlich möglich. Das zeigt eine Versuchsreihe basierend auf ARD-Recherchen. Einerseits eine besorgniserregende Vorstellung für Profisportler und Sportlerinnen, die so sabotiert werden könnten. Andererseits ein rechtlich schwieriges Feld bei der Anti-Doping-Bekämpfung. Und das eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio. Ein kurzer Hautkontakt kann einen positiven Dopingtest auslösen. Das zeigt eine große Studie der Uni Köln auf Grundlage von ARD-Recherchen. 12 Testpersonen wurden über die Haut mehrere verbotene muskelaufbauende Substanzen mittels einer Trägersubstanz zugeführt, in der Simulation eines Dopinganschlags. Ein kleiner Klecks reicht. Die Konsequenz? Alle Probanden mehrfach positiv getestet. Wären es Sportler, würde das bedeuten, sie könnten ungewollt zum Doper gemacht werden. Dann drohten Verurteilung und Sperre. Dann hätten wir hier einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln. Der Sportler würde auf jeden Fall bestraft werden, möglicherweise bis zu 4 Jahre. Schon geringe Mengen der Mittel auf Hand, Arm oder Nacken führten zu positiven Dopingtests. Teils sofort, mitunter noch nach 15 Tagen. Ehemalige und heutige Athleten zeigen sich bei einer Voraufführung des ARD-Films besorgt. Das ist unfassbar und untergräbt das komplette Dopingsystem. Es macht große Angst. Absolut. Verfassungsrechtler sagen, angesichts der neuen Erkenntnisse könne ein Athlet nicht mehr alleine wegen eines positiven Tests bestraft werden, da er seine Unschuld in solchen Fällen nie beweisen könne. Dies verstieße dann gegen Menschenrechte. Wenn es so extrem ist, dass es quasi nicht merkbar ist und als Sabotageakt möglich ist, dann würde das bedeuten, dass eine Menschenrechtsverletzung mit der Sanktion vorliegen würde. Kurz vor Olympia in Tokio gerät so der Weltsport wegen seines Anti-Doping-Regelwerks massiv unter Druck. Eine ausführliche Dokumentation unter dem Titel Geheimsache Doping können Sie ab morgen ab 18 Uhr in der Sportschau sehen und jetzt schon in der ARD-Mediathek. Und hier sind noch die Wetteraussichten. Morgen in der Südosthälfte viele Wolken und weitere Schauer sowie Gewitter. Im Stau des Erzgebirges ist längere Zeit Starkregen möglich. Richtung Nordwesten und Küsten viel Sonnenschein, 18 bis 29 Grad. Und soweit diese Tagesschau um 5. Die nächste Ausgabe im Ersten gibt es um 20 Uhr. Einen schönen Abend noch.